Hallo zusammen, hier ist Alina aus Donetsk. Ich bin jetzt gerade wiedergekommen von meinem Trip zu den Flüchtlingslagern in der Nähe von Mariupol, die jetzt aufgebaut wurden für die Zivilisten, die seit gestern endlich von dort evakuiert werden. Die Stadt wurde, wie ich berichtet habe, seit 2 Wochen von Nazi-Bataillonen der ukrainischen Armee blockiert. Niemand wurde rein und rausgelassen. Es gibt zahlreiche Berichte und Videos, die bestätigen, dass die Menschen, die es versucht haben, erschossen wurden. Und ja, also ich habe eben so ein Zeltlager da besucht, habe gesehen, wie die Busse angefahren sind, wie die Menschen in die Zelte geführt wurden. In den Zelten war es warm, es gab Essen und Wasser, Betten. Einige Menschen haben geweint, andere waren verletzt, denen wurde dann geholfen. Ich habe mich mit einer jungen Frau in meinem Alter unterhalten, sehr lange. Die hatte 2 kleine Kinder dabei und sie hat mir dann erstmal erzählt, was sie die letzten Tage erlebt hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie meinte, seit 12 Tagen saß sie mit ihren Kindern, mit ihrer Familie in einem Keller. Sie kommt eigentlich aus keiner schlechten Familie. Die hatten ein großes Haus, das wurde komplett zerbombt. Und dann sind sie halt in so einen Keller von einem Café gegangen, wo sie da jetzt gehaust haben. Am Anfang gab es eben noch Essen, irgendwann war das dann auch schlecht. Das haben die dann sozusagen ausgekocht, damit sie wenigstens die Kinder irgendwie füttern konnten. Die haben Wasser in einer Badewanne gesammelt gehabt, womit sie sich gewaschen haben. Und irgendwann ging dann aber das Trinkwasser aus und dann haben sie das Wasser trinken müssen. Ja, dann meinte sie noch, auf den Straßen ist es absolut unsicher. Da liegen sogar ganz viele Tote rum und niemand schafft es, die alle wegzuräumen. Es wird ständig und überall geschossen. Eigentlich gibt es kein Haus mehr, was irgendwie unbeschadet ist. Vor allem Supermärkte wurden gleich als erstes eben beschossen. Also man kann sich schon lange da nichts mehr kaufen. Sie hat auch diese Sache bestätigt, dass eben die Menschen nicht aus der Stadt rausgelassen wurden. Sonst wären sie ja auch alle schon weg. Deshalb sitzen alle in Kellern, meint sie. Alle. Und ich habe dann auch gefragt, ja, aber wie ist das denn? Also ich dachte ja, vielleicht liefern sich da ja jetzt irgendwie russische und Donetsker und die ukrainischen Soldaten auf den Straßen halt eine Schlacht und das ist halt alles Kollateralschaden. Und dann meinte sie, nein, im Zentrum gibt es immer noch keine russischen und Donetsker Soldaten, nur ukrainische. Aber hauptsächlich wird eben auch von außerhalb aus der Stadt geschossen und zwar aus der Richtung, wo eben schon lange die ukrainische Armeebasis ist. Also von da wird geschossen. Nicht von der russischen Seite. Und dann habe ich auch gefragt, ja, aber warum? Ich meine, was ist der Sinn dabei? Ich meine, die ganze Stadt zu zerstören und die ganze Bevölkerung umzubringen. Dann meinte sie, ja, die ukrainische Armee will halt diese wichtige Stadt, also die Stadt liegt am Meer, am Schwarzen Meer und ist halt strategisch sehr wichtig. Und diese Stadt wollen sie halt den Russen sozusagen nur über ihre Leiche hinterlassen. Das heißt, die verwandeln die ganze Stadt in eine Ruine und bringen die Menschen um, damit sie dann hinterher mit dem Finger auf Russland zeigen können und sagen können, ja, wegen euch. Wegen euch. Ihr habt Schuld. Das war ziemlich hart.